Willkommen zurück zu Programmieren 2. Bevor wir uns, wie im letzten Video angekündigt, Events genauer anschauen, werfen wir jetzt erst noch mal kurz einen Blick auf die generischen Delegate-Typen Action und Func, die im .NET-Framework enthalten sind. Und das Erste, was hier auffällt, wenn man die so hier im Skript sieht, ist erstmal ziemlich ungewöhnlich, und zwar sind diese Typen alle mit demselben Namen ausgestattet. Also wir sehen hier, wir haben hier einen Public Delegate Void Action und dann haben wir hier einen Public Delegate Void Action of T, der eben einen Parameter entgegennimmt und so weiter. Was sagt uns das? Typen können den gleichen Namen haben, wenn sie unterschiedliche generische Parameter haben. Das heißt, Action und Action of T und Action of T1, T2 sind jeweils unterschiedliche Typen, und genau das können wir auch bei unseren eigenen Klassen oder Interfaces machen, wenn wir eben den gleichen Namen verwenden und dabei die Typen eben unterschiedlich mit generischen Parametern ausstatten, dann gelten diese Typen nicht als gleich. Das ist schon mal der erste Punkt, den wir hier einsetzen. Und warum zeige ich Ihnen jetzt diese Typen? Weil Sie nie wieder selber Delegates definieren müssen. Über diese generischen Action Delegates und generischen Func Delegates können Sie eben alle, oder eigentlich Sie können wirklich alles abbilden, was Sie jemals brauchen werden. Schauen wir uns das doch mal an. Wenn Sie einen Action Delegate verwenden, dann können die Methoden, die dieser Delegate referenzieren kann, eben, die haben alle als Rückgabetyp Void, und wir können eben bis zu 16 Parameter angeben. Das heißt, dieser oberste Typ, wenn wir hier nochmal ein bisschen reinzoomen, dieser oberste Typ, der nutzt eben gar keinen Parameter. Hier dieser Action of T hat eben einen Parameter, und das T können wir uns dann nach dem Typen auflösen, den wir brauchen. Hier haben wir eben Action mit zwei Parametern, und hier können wir uns eben T1 und T2 jeweils nach den Typen auflösen, die wir brauchen, und so weiter. Und das Ganze geht eben nicht nur mit 1, 2, 3 Parametern, wie das hier so sichtbar ist, sondern wir haben Action mit generischen Parametern bis zu 16 Stück eben. Also wir können 16 Parameter angeben, das machen Sie bitte aber nie. Ich habe hier explizit bloß maximal 3 Parameter angegeben, weil ab dem vierten Parameter sollte man sich wirklich als Programmierer überlegen, ob die Funktion, die ich da gerade schreibe, wirklich so viele Parameter braucht. Es ist eher ein Hinweis dafür, dass diese Methode, wie auch schon in vorherigen Videos mal erwähnt, zu viel tut und dass man sie eher aufspaltet und damit auch die Anzahl der Parameter, die dann für die jeweilige Methode gebraucht wird, eben runtergeht. Also wir merken uns, viele Parameter bei einer Methode sind eigentlich ein Anzeichen für schlechten Code, den wir überdenken sollten, um eventuell Funktionalität von einer Methode auf mehrere Methoden zu verteilen. Ja, genauso können wir natürlich auch Func einsetzen. Wir schauen einfach mal direkt hier runter. Wir haben hier eben, Func nutzt eben nicht Void als Rückgabetyp, sondern ein Generic T-Result, den wir uns auch wieder auflösen können, wie wir möchten. Das heißt, Func hat immer einen anderen Rückgabetypen als Void. Es ist nämlich nicht möglich, T-Result, diesen Generic, mit Void aufzulösen. Und auch für Func haben wir dann eben mit weiteren generischen Angaben jeweils die Möglichkeit, bis zu 16 Parameter hier in eine Methode mit reinzustecken. Was heißt das für uns? Wir können jetzt einfach diese Typen nehmen und die Generics nach den entsprechenden Sachen auflösen, wie wir sie eben für unsere Funktion brauchen, und dann in unserem Code einsetzen, ohne dass wir eben dieses lästige Delegate definieren selber machen müssen. Und das würde ich Ihnen auch wirklich raten. Anstatt eben hier ein verarbeitetes Zahl-Delegate einzusetzen, den schauen wir uns nochmal ganz kurz an, bevor ich ihn lösche. Wir haben hier eben Void als Rückgabetyp, das heißt, wir würden zu einer Action greifen, und wir haben hier einen Parameter vom Typ Int. Das heißt, anstatt diesen zu nehmen, würde es auch ausreichen, wenn wir hier eine Action of Int nehmen würden.
Und es geht genauso, wie ich Ihnen das hier im vorherigen Beispiel gezeigt habe. Das heißt, wenn wir das hier ausführen, bekommen wir genauso die Ausgaben, wie wir sie auch beim letzten Mal gehabt haben. Also hier wird das Quadrat gebildet und hier wird jeweils die Wurzel gezogen, wenn wir uns das so ansehen. Und statt eben unseren eigenen Typen zu definieren, können wir hier eben Action of Int nehmen. Genauso hätten wir für diesen Delegate, den wir hier geschrieben haben, Funktion mit Zahl, auch ein Func of Int Int nehmen können. Wir haben dann eben Int als Rückgabetypen und Int als Typen für den ersten Parameter. Also auch diesen Delegate können wir eigentlich ersetzen. Und das wollte ich Ihnen nur nochmal mitgeben. Wir merken uns sozusagen, nie wieder selber Delegate-Typen schreiben. Wir benutzen stattdessen Action und Func aus dem .NET-Framework. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.